Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Momente aus 30 Jahren. Es ist der 18. Spieltag der Drittligasaison 2015-2016. Als Markus Schubert beim Heimspiel gegen Preußen Münster erstmalig für Dynamos Profis aufläuft, schreibt er ein Stück Vereinsgeschichte. Mit gerade einmal 17 Jahren, 5 Monaten und 16 Tagen ist er der bis dato jüngste eingesetzte Torwart der SGD. Ja, war einfach ein schönes Gefühl, da ins Stadion einzulaufen. Ich weiß noch, meine Eltern waren zufällig im Stadion, weil die von Mingus ein paar oder zwei Karten bekommen, die jetzt nicht jedes Spiel im Stadion waren. Deswegen war es Zufall sogar. Und ja, ging einfach ein Traum in Erfüllung, da im Stadion das Debüt zu geben. Und das gleich bei einem Topspiel. Das Team von Uwe Neuhaus ist Spitzenreiter der dritten Liga. Mit Münster und Ex-Dynamo-Trainer Ralf Lohse ist der Tabellendritte in Elbflorenz zu Gast. Da Janis Plaswig und Patrick Wiegers beide verletzt sind und Dynamos eigentliche Nummer 3 Jeff Kornetzki zuvor nicht überzeugt hatte, schenkt Uwe Neuhaus Dynamos Eigengewächs in diesem Spiel das Vertrauen. Ja gut, ich habe es ungefähr eine Woche vorher gewusst, da hat es mir Uwe Neuhaus gesagt. Ich sollte es noch niemandem wirklich erzählen. Natürlich habe ich es den engsten Freunden und der Familie gesagt. Und ich weiß nur, ich habe in der Woche nicht wirklich viel geschlafen. Abends gingen mir halt immer die Gedanken durch, boah, wie könnte das werden? Aber nicht vor Nervosität, sondern halt einfach, weil ich mich so gefreut habe auf dieses Spiel. Markus Schubert, der erst seit Anfang der Saison bei den Profis mittrainiert, bisher aber nur beim Nachwuchs im Kasten stand, erlebt gleich bei seinem Debüt ein nahezu volles Haus. Knapp 28.000 Zuschauerinnen und Zuschauer peitschen die SGD wie so oft lautstark und leidenschaftlich nach vorne. Von Nervosität ist bei dem jungen Keeper jedoch kaum etwas zu spüren. Ich war jetzt nicht wirklich nervös, also klar hatte man eine Anspannung dann, weil das ja schon ein großer Moment für mich war. Und ich kann mich auch noch erinnern, wo ich dann zum Einlaufen gegangen bin, also zur Erwärmung. Da stand ja auch am K-Block, zeig, was du drauf hast, Schubi. Ich wusste ja gar nicht, dass die mich überhaupt alle kennen. deswegen fand ich auch geil, dass dann auch mir alle einfach nur viel Glück gewünscht haben, ohne Druck zu machen, sondern haben sich einfach gefreut für mich und ja, dass ich dann da einfach im Tor stand. Also ich glaube einfach auch gerade immer, wenn ich zurückdenke, auch sonst denke ich öfters an dieses Spiel, bekomme dann immer Gänsehaut. Also war schon sehr besonders. Die Partie selbst verläuft für den gebürtigen Freiberger dann zunächst relativ ruhig. Die Mannschaft und Kapitän Michael Hefele lässt in der Defensive wenig zu und ist im Spiel nach vorne das dominantere Team. Auszeichnen kann sich an diesem Novembernachmittag deshalb vielmehr Markus Schuberts gegenüber Niklas Lomp, der mit einigen guten Paraden einen frühen Rückstand der Gäste verhindert. Doch dann hat auch Schubi zur Freude der Fans seine erste Aktion am Ball. Mein erster Ballkontakt auf der rechten Seite, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat mich angespielt und ich habe so gemerkt, dass das Stadion oder die Fans hinter mir so auf diesen Moment gewartet haben, bis ich den ersten Ballkontakt hatte. Er hat mich angespielt und ich habe den Ball, glaube ich, einfach nur nach vorn geschlagen, aber ich habe dieses Raunen und dieses was passiert jetzt, habe ich wirklich mitbekommen, dass das ganze Stadion so gespannt war auf den ersten Ballkontakt von mir. Das Trainerteam kann stolz sein auf sein Nachwuchstalent, denn Schubert spielt fehlerfrei. Immer wenn der Junior-Nationalspieler gefordert ist, ist er auch zur Stelle. Dabei hatten Torwarttrainer Prano Arsenovic und Cheftrainer Uwe Neuhaus einen Tag vor dem Spiel noch leichte Zweifel. Ich weiß ja, beim Abschlusstraining haben wir Flanken gemacht und ich bin dann an zwei, drei Bällen, sag ich mal, einfach unten durchgeflogen. Und da glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es danach erst mitbekommen habe
oder davor noch, und da hat Neuhaus auch Prano gefragt, ja, wie wird denn das morgen? Und dann habe ich ja dann auch zwei wichtige Flanken und auch kurz vor Schluss die Ecke abgefangen, wo er dann einen Tag später auch zu mir kam, ist er, Schuli, hast top gemacht. Der souverän und unaufgeregt spielende Markus Schubert bleibt bei seinem ersten großen Auftritt ohne Gegentor und feiert ein gelungenes Debüt. Auch wenn der ein oder andere Mitspieler mit den vergebenen Chancen hadert, kann der spätere Drittligameister mit dem 0:0 durchaus leben. Der Gewinner des Tages ist in jedem Fall der Torwart-Youngster, der an diesem Nachmittag Lob von vielen Seiten erhält und dessen Karriere in den nächsten Jahren weiter Fahrt aufnehmen sollte. Dem Aufstieg in die zweite Bundesliga folgte ein Profivertrag und anderthalb Jahre später die Beförderung zur Nummer 1. 40 Zweitligaspiele machte Markus Schubert für Dynamo und überzeugte im Verein und in der Nationalmannschaft meist durch gute Leistungen. Doch seine Zeit bei der SGD nahm ein jähes Ende, als er 2019 überraschend seinen Abschied verkündete, verbunden mit vielen Schmerzen bei den schwarz-gelben Anhängern. Seinem Heimatverein fühlt sich Markus Schubert heute nach wie vor verbunden und weiß, dass ihn 8 Jahre Dynamo Dresden für immer geprägt haben. Ja, einfach die Menschen, die ich kennengelernt habe, oder mit denen ich eine Freundschaft entwickelt habe, von den Leuten nehme ich so viel mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Da hat man so viel gelernt, und das hat mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Und also da gibt es nicht nur eine Sache, da gibt es so viele Dinge, die man da mitgenommen hat und die ich auch nicht missen will.